Steuern und Recht wird Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling. Täglich kracht es auf deutschen Straßen tausendfach. Und der deutsche Autofahrer hat gelernt, dass er dann auf die Kosten achten muss, selbst wenn er der Geschädigte ist. Aber täglich verzichten deshalb viele Unfallopfer auf bares Geld. Zum Vorteil der Autoversicherung. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie besonders Acht geben sollten. Sie sehen Schadenereignisse. So heißen Unfälle im Versicherungsdeutsch. Und 90% aller Unfallbeteiligten greifen anschließend zum Telefon und rufen ihren Versicherungsmakler oder direkt hier an. Guten Tag, Zentralruf der Autoversicherer. Mein Name ist Landsiedel. Der Zentralruf der Versicherer bietet Autofahrern im Falle eines Unfalles an, die gesamte Schadenregulierung zu übernehmen. Vom Gutachter bis zur Wahl der Autowerkstatt. Dieses Serviceangebot ist so verlockend, dass immer weniger Unfallgeschädigte einen Rechtsanwalt einschalten. Die Versicherer versuchen, so schnell wie möglich mit dem Geschädigten Kontakt aufzunehmen, um in direktem Gespräch mit ihm den Schaden zu regulieren. Aber wenn man sich mal fragt, ob es die beste Idee ist, ausgerechnet den zu fragen, der für die Kosten aufzukommen hat, wie viel es kostet, dann kommt man sofort auf die Idee, das ist nicht der beste Weg. Mit anderen Worten, die Versicherer müssen auch erstmal ihre Vermögensinteressen schützen und nicht die des Geschädigten. Viele Autofahrer erhalten deshalb bei der Unfallregulierung weniger Geld, als ihnen zusteht, so die Kritik der Verkehrsrechtsanwälte. Beispiel: Stundensätze. Sportwagen sind teure Automobile. Im Falle eines Falles vertrauen die Besitzer meist auf die Dienste einer Markenwerkstatt. In seinem Gutachten kalkulierte der Sachverständige auch mit den hohen Stundensätzen der Fachwerkstatt. Zu teuer, meinte die Versicherung und wollte diese nicht zahlen. Die Versicherer unterbreiten ein Angebot einer nicht markengebundenen Werkstatt zu billigeren Stundensätzen. Darauf muss ich mich aber nicht einlassen. Das entscheiden die meisten Gerichte in Deutschland, sodass ich einen Anspruch habe auf Erstattung der höheren Preise, wie sie auch der freie Gutachter kalkuliert hat, den der Geschädigte in der Regel beauftragt hat. Zweites Beispiel: Nutzungsausfall. Der Schaden war groß, der Wagen fahruntüchtig. Der Geschädigte wollte keinen Mietwagen, sondern machte Nutzungsausfall geltend. In diesem Fall zog sich die Angelegenheit in die Länge auf rund 2 Wochen. Die Versicherung wollte aber nur für die Dauer der Reparatur Nutzungsausfall zahlen. Der Versicherer zahlt freiwillig nur die Zeit, die das Fahrzeug tatsächlich in der Reparaturwerkstatt war. Er muss aber auch zahlen den Zeitraum, bis der Geschädigte das Gutachten von dem Gutachter bekommen hat. Und daran schließt sich noch ein Überlegungszeitraum an, je nach Fallgestaltung, dass der Geschädigte 2 bis 3 Tage überlegen kann, welchen Weg der Schadenregulierung er wählt, ob er sich ein neues Fahrzeug kauft oder ob er reparieren lässt. Beispiel: Haushaltsführungsschaden. Wer bei einem Unfall verletzt wird, ist nicht nur im Beruf behindert. Auch im Haushalt braucht man Unterstützung. Die Versicherung muss hierfür auch aufkommen, vergisst den Haushaltsführungsschaden aber gerne. Wenn jemand seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, weil er eine Verletzung hat, ist völlig klar, er kriegt Verdienstausfallschaden. Man arbeitet aber doch nicht nur im Beruf, sondern auch zu Hause. Auch der Haushalt muss erledigt werden, insbesondere bei Frauen, aber auch bei Männern. Und wenn auch das nicht erledigt werden kann, muss der Versicherer auch dafür eintreten. Wer solchen Nachteilen entgehen will, sollte den Versicherern misstrauen, sagen Verkehrsrechtsanwälte. Als Alternative zum Zentralruf der Versicherer haben sie eine Internetplattform entwickelt, schadenfix.de. Hier soll Unfallgeschädigten ebenfalls komfortabel geholfen werden, jedoch von einem unabhängigen Rechtsanwalt. Dessen Honorar muss meist auch die gegnerische Versicherung zahlen. Steuern und Recht wurde Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling.